Also meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Bild aus dem New England Journal ist dieses. Das ist eine 36-jährige Frau, hat schweren Hochdruck und ist diese Bildgebung gemacht worden. Und was natürlich auffällig ist, ist, wir sehen hier die Aorta noch im thorakalen Bereich. Und dann sehen wir sie hier unten. Und hier ist ein Stück, so 3-4 Zentimeter, da sehen wir gar keine Aorta. Und dann sind wir gefragt, was könnte dieses sein? Eine Möglichkeit ist Takayasus Arteritis, eine zweite im Angebot Aortendissektion, drittes ist klassische Polyarteritis nodosa, dann im Angebot ist abdominelles Aortenaneurysma. Und letzte Möglichkeit ist mikroskopische Polyangiitis. Na, kommt nur eine Diagnose in Frage und das ist Takayasus Arteritis. Und es stellt sich raus, wird Sie vielleicht gar nicht so interessieren, das nennt man die pulslose Erkrankung und das ist eine entzündliche Gefäßerkrankung von großen Gefäßen. Also Aorta, Carotis Arteriae, Arteriae Subclavia, Nierenarterien, das sind Arterie femoralis, das sind Großgefäße. Und dies ist eine granulomatöse Entzündung und es führt zu Verschluss und so wird es auch die pulslose Krankheit genannt. Und man kann sich schon vorstellen, dass diese Frau wird femoral Pulse haben, die abgeschwächt sind. Ralf Kettritz und ich hatten eine Patientin betreut und haben auch über diese berichtet. Es sind überwiegend Frauen betroffen und Takayasu war ein japanischer Augenarzt, der dies zum ersten Mal beschrieben hat. Aber dies kommt überall auf der Welt vor. Diese Patientin war türkischer Abstammung. Und was wir hier sehen, dieses Bild ist nicht ganz so schick, aber wir sehen im Prinzip hier das Gleiche. Hier ist ein Bereich, wo die Aorta einfach nur als kleiner Bindfaden zu sehen ist. Dann sind genug Kollateralgefäße, das hier unten sehen wir etwas Füllung. Hier ist die Niere auf einer Seite, hier ist die Leber. Die Niere auf der anderen Seite können wir hier ganz schwach sehen. Also mit den Nierenarterien ist da vielleicht auch ein Problem. So haben wir diese Patientin chirurgischen Kollegen vorgestellt. Und ich habe noch nie einen gesehen, der mir gesagt hat, naja, ich glaube, das schaffen wir nicht oder das wird schwierig sein. Aber dann, als sie drin waren, haben sie tatsächlich einen Nebenschluss hier gelegt, um diese Stenose hier zu umgehen, Bypass. Aber die Nierenarterien konnten sie dann doch nicht reparieren und die sind so geblieben, wie sie sind. Und dann in dieser späteren Bildgebung können wir den Bypass hier sehen. Der ist auch hier abgebildet im oberen Teil und hier im unteren Teil. Den können wir hier sehen. Aber die rechte Niere ist schon verschwunden und die linke Niere, die auch hinter einer Stenose liegt, ist da. Und wir sind eigentlich ein bisschen ratlos, was jetzt zu tun ist. Damals war ihr Kreatininspiegel 1,75. Das ist auch so geblieben. Und soviel ich weiß, geht das einigermaßen mit der Therapie, die Ralf Kettritz dann eingeleitet hat, um die Arteritis zu therapieren. Also das ist Takayasus Arteritis. Eine Aortendissektion würde ganz anders aussehen. Michael DeBakey hat die klassifiziert vor 50 Jahren und hier ist die Aorta Ascendens hier involviert. Wir können diese Erweiterung hier sehen in Abschnitt 1 und Abschnitt 2 und hier ist diese kaputte Gefäßwand, die diese Dissektion dann verursacht. Also das kommt bei dieser Patientin nicht in Frage. Die Polyarteritis nodosa ist eine entzündliche Vaskulitis von mittelgroßen Arterien. Und alle Arterien im Körper sind betroffen. Zum ersten Mal beschrieben von Kussmaul und Meyer. Könnte so knapp 125 Jahre her sein. Und das würde dann so aussehen im Schnitt. Hier dieses Gefäß ist beinahe verschlossen. Und hier sehen wir diese Hautläsionen, die dafür typisch sind. Jetzt ein abdominelles Aortenaneurysma würde so aussehen. Das ist hier Ihnen auch bekannt in dieser schicken computerisierten Darstellung von den Gefäßen hier. Das kommt bei dieser Frau nicht in Frage.
die mikroskopische Polyangiitis, wenn sie mit Granulomen verbunden ist, ist sie überwiegend mit Autoantikörpern gegen neutrophilen Bestandteilen. Wissen Sie, wie das aussieht? Fingernägel können auch so aussehen. In der Nierenbiopsie, Nierenversagen und Lungenerkrankungen sind bei diesem Krankheitsbild häufig. Jetzt das erste Thema im New England Journal ist Myasthenia gravis. Und das ist eine Autoimmunerkrankung. Und hier werden Antikörper gebildet gegen den Acetylcholin-Rezeptoren an Muskelsynapsplatten. Und diese Rezeptoren werden dann zerstört, so wenn Acetylcholin freigesetzt wird, passiert wenig. Und Krankheitsbild, überwiegend Frauen sind mehr betroffen als Männer, fängt häufig in Augenmuskulatur an. Und wir können Mittel geben, sodass Acetylcholin weniger schnell abgebaut wird. Pyridostigmin und solche Sachen sind Ihnen bekannt. Und eine Therapie gegen Autoimmunerkrankung wird dann angeleitet. Jetzt, dies ist ein Bild von Alfred Blalock. Der war ein amerikanischer Chirurg, 1899 bis 1964. Ich habe den gerade noch im Studium so mitgekriegt, weil er diese schicke Operation entwickelt hat. Herz-Lungen-Maschine gab es noch nicht oder gab es gerade so am Anfang. Und hier hat er blaue Babys in rosa Babys umgewandelt. Mit dieser Taussig-Blalock-Operation wird Ihnen bekannt sein. Aber was er auch gemacht hat, ist, er hat bei einem Patienten mit einem zystischen Tumor im Thymus eine Thymektomie durchgeführt und hat bemerkt, dass die Myasthenia gravis, die dieser Patient hatte, damit besser geworden ist. Und er hat spekuliert, vielleicht enthält das Gewebe vom Thymus irgendwelche Epitopen, die dann vielleicht für Antikörperbildung, na, ganz so raffiniert hat er nicht spekuliert, aber er hat spekuliert, vielleicht sollten wir diese Drüse rausnehmen bei allen Menschen mit Myasthenia gravis und vielleicht würde es denen helfen. Das ist dann auch so durchgeführt worden und wurde eigentlich eine ziemlich gängige Praxis, aber ob das wirklich evidenzbasierte Medizin überleben wird, war unbekannt. So hat NIH eine Studie unterstützt, wo Patienten mit Myasthenia gravis, der Fall war schlimmer als nur Augenmuskulatur, die sind randomisiert worden zur Thymektomie oder nicht. Man hat keine Scheinoperation hier durchgeführt, man hielt das für unethisch, das ist natürlich problematisch für uns, wie wir uns das vorstellen können. Aber das Endergebnis waren zwei Sachen. Es gibt ausführliche Skalen, mit der man die Schwergradigkeit von Myasthenia gravis beurteilen kann. Und dann kann man nach dieser Skala, dann entscheiden sich die Ärzte, ob die Patienten besser geworden sind oder nicht. Und dann wird deren Steroiddosis eingestellt. Und das waren im Prinzip die Endpunkte. So haben sie hier 120 Leute hier randomisiert. Und was wir hier sehen, ist, hier ist die Thymektomie-Gruppe und tatsächlich ist die Skala hier, die angewendet wird, hat sich 40% verbessert. Und die Thymektomie-Gruppe ist besser gefahren mit weniger Symptome als die Gruppe, die nur mit Antiimmunerkrankung, Prednison alleine, wenn das möglich war, oder Azathioprin dazu oder was man sonst noch macht. Und wenn man jetzt die Steroiddosis, die notwendig war, um diese Verbesserung aufrechtzuerhalten, hat man gemerkt, dass die Thymektomie-Gruppe brauchte ungefähr 2/3 so viel Steroide wie die Gruppe, die nicht Thymektomie unterzogen worden ist. So sieht das schon ziemlich gut aus. Und wenn wir das angucken, Frauen, was die Skala anbelangt, haben mehr profitiert als Männer. Alte Leute und junge Leute haben ebenfalls beide Gruppen profitiert, obwohl bei den Jüngeren als 40 Jahren sieht das ein bisschen besser aus als bei den Älteren. Und wenn man guckt, was die Steroiddosis, die sie brauchten, da haben Männer genauso profitiert wie Frauen. So sieht es so aus, als hätte der Alfred Blalock keine schlechte Idee gehabt mit dieser Thymektomie bei Patienten mit Myasthenia gravis. Und nach 80 Jahren ist das jetzt belegt. Danke.
Und was wir hier auch sehen, ist, in der Prednison alleine ist ein Patient gestorben, in der anderen, in der operierten Gruppe keiner. Und die Komplikationen hielten sich in Grenzen. Die Thymektomie-Gruppe musste ungefähr nur halb so viel ins Krankenhaus eingewiesen werden für dieses und jenes. So sieht es so aus, als Thymektomie ist besser als Prednison alleine. Das nächste Thema ist das polyzystische Ovar-Syndrom. Und das, da haben wir einen Übersichtsartikel schon hier besprochen vor etwa einem Monat. Und diese Frauen haben zu viel Testosteron und sind auch haarig. Und in westlichen Ländern sind die beinahe immer adipös. Und die sind zum großen Teil infertil und haben auch Kinderwunsch und werden mit In-vitro-Fertilisation häufig behandelt. Und darum geht es. Nämlich da sind zwei Möglichkeiten. Man bringt die Frauen zum Eisprung, man sammelt dann die Eier und dann hat man die Möglichkeit, man fertilisiert die Eier hier künstlich, wie das gezeigt ist, und dann diese Embryonen kann man entweder sofort implantieren, muss das alles aber so eingestellt werden, dass das alles funktioniert, oder man schmeißt sie halt in flüssigen Stickstoff und taut sie später auf und dann kann man sie in 20 Jahren implantieren, wenn die Frauen das so wollen. Also man weiß nicht genau, ob gefrorene Embryonen schlechter oder besser sind als nicht gefrorene Embryonen. Nämlich die nicht gefrorenen Embryonen, da muss mehr manipuliert werden und dann ist die Möglichkeit, dass man diese Ovarstimulation, dass das zu Problemen führt. Und also es war nicht ganz bekannt, was hier gemacht werden soll. Also dies sind die beiden Möglichkeiten. Und diese Studie kommt aus China. Und man könnte sich fragen, haben die da Bevölkerungsmangel, 1,3 Milliarden, aber was soll's? Und das Erste, was wir hier sehen, ist, diese chinesischen Frauen mit polyzystischem Ovar-Syndrom haben einen Body Mass Index von 23. Und in Amerika haben sie im Durchschnitt mit diesem Syndrom einen Body Mass Index von 35. So, das ist mir eingefallen. Aber was wir hier sehen, ist, die Testosteronspiegel sind erhöht. Und man hat die polyzystischen Ovarien auch nachgewiesen mit Ultraschall bei über 90% dieser Frauen. Und dann sind sie, die sind dann alle IVF unterzogen worden. Und da bei der Hälfte der Frauen hat man die Embryonen gefroren und dann implantiert, wann auch immer man wollte. Oder, und in der anderen Hälfte wurden frische Embryonen implantiert. Und das heißt ja immer, frisch soll doch besser sein als gefroren. Jetzt zum Ergebnis. Und hier sind die Tage an Stimulation, die notwendig ist. Und das waren in beiden Gruppen gleich. Und die Dosis an Material, die sie bekommen haben. Das war alles in beiden Gruppen, sah so ziemlich ähnlich aus. Und die Anzahl an Embryonen, die implantiert worden sind, waren auch nicht signifikant unterschiedlich. Aber hier kann ich nicht ganz sehen, was hier sich versteckt. Aber was wir hier sehen, ist, dass das primäre Ergebnis, eine lebendige Geburt, war besser bei den Gefrorenen als bei den Frischen. Und Anzahl von Einzelbabys, hier waren es 33%, hier 27%. Und hier sind auch signifikante Unterschiede. Was man unter Biochemical Pregnancies hier versteht, entflieht meinem Erkenntnis, aber konnte ich auch nicht alles begreifen. Aber was wir hier sehen, ist dieses Hyperstimulationssyndrom. Bei den Gefrorenen 1,3% und bei den Frischen 7%. Und das war signifikant unterschiedlich. Was bemerkenswert ist, dass Präeklampsie trat auf bei 4,4% bei den Gefrorenen, das eigentlich weniger ist als der europäische Durchschnitt, wo es ungefähr 5% ist, und bei den Frischen nur 1,4%. Und dieser Unterschied ist zwar statistisch signifikant, aber konnte von den Autoren nicht erklärt werden. Aber alle anderen Ergebnisse war gefroren besser als frisch. Wie erklären Sie sich das oder erklären Sie gar nicht? Wenn man es möglich, dass es statistisch signifikant ist, aber
nicht relevant und nicht bedeutend. Und, das kann ich auch dir nicht genau sagen. Vielleicht hat es mit diesem, ob es irgendwas mit diesem Hyperstimulationssyndrom zu tun hat, ob das irgendwie dann ungünstiger ist, ein frisches Embryo zu implantieren, anstatt auf irgendein elektives Ereignis zu warten, weiß ich nicht. Vielleicht hat es auch mit der Manipulation der Vielleicht hat es auch mit diesen Parametern, die mit Schwangerschaftsabbruch zu tun haben, Pregnancy Loss, vielleicht hat es damit zu tun, kann ich auch nicht besser erklären. Das nächste Paper im New England Journal geht es um Faktor 10a-Inhibition und da gibt es unterschiedliche Wirkstoffe, die dafür in Frage kommen. Und Betrixaban ist ein Faktor 10a-Hemmer und der soll weniger Einfluss haben auf QT-Intervall. Und sonst hatte ich noch nie was von dem gehört. Und die Hypothese in dieser Studie war, dass Leute mit jetzt auf internistischen Stationen innere Erkrankungen, die haben auch ein Risiko, Thromboflebit zu entwickeln und Lungenembolus und ähnliches. Und die Frage ist, wie sollten die antikoaguliert werden? Sollten die für einen längeren Zeitraum antikoaguliert werden? So hat man in dieser Studie hier Patienten auf internistischen Stationen, wo man dies für einen wichtigen Eingriff beurteilte, die haben alle Enoxaparin gekriegt für 10 Tage und dann sind sie dann mittlerweile auch nach Hause geschickt zu Betrixaban oder Placebo für einen Monat weiter. Was macht ihr denn mit internistischen Patienten? Die kriegen nur Enoxaparin 40 Milligramm. Das geht ja nur um reine Thromboseprophylaxe und nicht um während des Krankenhausaufenthalts. Während des Krankenhauses, wenn sie bettlägerig sind oder schwer. Und wenn sie nach Hause gehen? Okay. Na, hier wurden sie dann für weitere bis zu 42 Tagen haben sie Betrixaban gekriegt oder Placebo. Und Leute sind so im Durchschnitt über 75 Jahre alt. 62% in beiden Gruppen hatten etwa ein bisschen D-Dimer-Erhöhung, obwohl darauf nicht weiter darauf eingegangen ist. Dann, als sie ambulant waren, sollten sie dann mit Ultraschall kontrolliert werden, um zu sehen, ob sie wirklich Phlebothrombose entwickelt haben oder nicht. Und da sind manche nicht erschienen. Und das war ein bisschen lückenhaft. Hat mir alles nicht so gefallen. Und man hat dann eine statistische Auswertung gemacht, entweder bei einer Kohorte, wo nur erhöhte D-Dimere waren, in einer zweiten Kohorte, wo die Leute über 75 waren, die sollen ein besonders hohes Risiko haben anscheinend, und oder erhöhte D-Dimere oder die ganze Kohorte zusammen. Und im Prinzip, wenn man die ganze Kohorte zusammen auswertet, dann hat die Betrixaban-Gruppe ein Benefit gekriegt bei 5,8% im Vergleich zu 7,3% in der Placebo-Gruppe, haben alle gejubelt und das war statistisch signifikant. Aber ich fand das Ganze, hier ist das primäre Ergebnis, Phlebothrombose oder plus oder minus Lungenembolus, 5,3 im Vergleich zu 7,0, das ist weniger als ein 2% Unterschied. Und aber Blutungsrisiko von Betrixaban im Vergleich zu Placebo war auch erhöht. Aber von doppelt erhöht, ehrlich gesagt. Von 44 auf 72. Doppelt so hoch.
Enoxaparin. Enoxaparin, die sind nach 10 Tagen dann nach Hause geschickt mit Placebo. Und 3,1, hier ist ein 1% Unterschied und hier ist ein 1% Unterschied und da ist ein 1,5% Unterschied. Und diese Unterschiede sind signifikant. Im Prinzip ja. 2% Benefit und 1,5% Major Bleeding. Nicht so doll. Das nächste Paper ist Morbus Fabry. Das ist eine Mutation in dem Gen, das für die α-Galactosidase A kodiert. Und das führt zu einem lysosomalen Speichererkrankung. Und wo sich Globotriaosylceramid sich ansammelt. Und das führt zu unterschiedlichen Problemen in der Haut, im Herzen, Niere ist häufig betroffen und es ist eine echte Systemerkrankung. Und für diese Krankheit gibt es einen Enzymersatz, beinahe 15 Jahre. Aber das ist auch ziemlich problematisch und die Ergebnisse von diesen Studien sind nicht so berauschend. Und die Leute entwickeln Antikörper gegen diese Enzyme. Und ist auch alles sauteuer. Und ja, darum geht es. Und ein Problem ist es, dass bei nicht allen Patienten mit diesen Mutationen an diesem Gen, aber an vielen, ist das Problem, dass dieses Protein falsch gefaltet wird und dann nicht richtig als aktives Protein in Lysosomen eingebaut werden kann. Und Proteinfaltung ist bei vielen Krankheitsbildern wichtig und falsch gefaltete Proteine kommen ziemlich häufig vor und wir haben bestimmte Begleitproteine, wie Hitzeschock-Proteine, die andere Proteine begleiten, so dass ihre Konformation richtig ist und dass sie dann am richtigen Platz landen. Und ein Fehler in diesem Prozess ist Mukoviszidose, wo CFTR nicht richtig gefaltet wird, ist ein Beispiel. Und in diesem Krankheitsbild, nicht bei allen, aber bei vielen Patienten, ist es so, dass dieses Protein dann nicht richtig gefaltet wird. Und diese Begleitproteine heißen im englischen Sprachraum Chaperone. Das ist eigentlich das Wort für Anstandsfrau. Und früher, als Keuschheit ein wichtiges Thema war, gab es einen Beruf, das waren Anstandsfrauen, die haben dann junge Paare begleitet, um zu sehen, dass Keuschheit gewährleistet worden ist. Und diese Chaperonenproteine sind so im Prinzip intrazelluläre Anstandsfrauen, die dazu sorgen, dass Proteine richtig gefaltet werden. Und jetzt hat man ein kleines Molekül entwickelt und dieses Molekül heißt Migalastat und das im Prinzip funktioniert wie ein pharmakologisches Begleitprotein. Und die Hoffnung ist, dass man diese Alpha-Glucosidase richtig gefaltet kriegt, sodass er dann richtig in Lysosomen eingebaut wird und richtig funktioniert und das Krankheitsbild verbessert. Und das ist, was hier getestet worden ist in dieser Studie. Und aus Gründen, die mir nicht so ganz klar waren, wir haben hier 50 Patienten, 28 in einer Gruppe, 22 in einer anderen Gruppe. Und es war so, dass es erst während der Verlauf dieser Studie, dass es möglich war, die Mutationen so einzuordnen, dass man wirklich wusste, ob dieses ein Faltungsproblem ist oder nicht. So diese Kohorte hier sind alles Patienten, die hatten ein Faltungsproblem. Und diese Patienten sind dreimal biopsiert worden, Ausgangswert 6 Monate und 12 Monate. Und dann sind die Globotriaosylceramid-Inklusionen in interstitiellen Kapillaren beurteilt worden. Und man hatte die Hoffnung, dass das primäre Endergebnis waren mehr als 50% Rückläufigkeit in diesen Strukturen, in diesen Biopsien.
Dann sind auch kardiale Untersuchungen durchgeführt worden und GFR ist gemessen worden, unterschiedliche Sachen. Das sind die Ausgangswerte. Hier ist GFR gemessen oder eingeschätzt und Proteinausscheidung und anderes. Also die sind relativ junge Menschen. Die sind dann so randomisiert worden, die haben entweder Placebo gekriegt für 6 Monate und dann Megalostat oder Megalostat am Anfang und dann Placebo vor dem Rest des Verlaufs. Wenn ich das, oh nein, die haben Megalostat gekriegt, diese blaue Gruppe hat Megalostat gekriegt und dann Megalostat ist weitergeführt worden und diese doppelblind Placebo hat erst Placebo gekriegt und dann Megalostat. Und dann sind die Anzahl von GL3-Inklusionen in diesen Kapillaren gemessen worden. Und hier sind die Plasmaspiegel von diesen Bestandteilen gemessen worden. Und eigentlich fand ich, dass diese Veränderungen sind statistisch signifikant. Aber das primäre Endergebnis ist nicht erreicht worden. Dann hat man echokardiografische Untersuchungen durchgeführt und meines Erachtens sieht das auch nicht so schlecht. Veränderungen in linksventrikulärer Masse finde ich ziemlich interessantes Ergebnis von diesem wirklich neuen Wirkstoff. Die Studie war negativ, aber ich fand es ziemlich interessant und vielleicht für diese Patienten bessere Möglichkeiten. Nämlich die, wenn man hier guckt nach Nebenwirkungen, sieht das eigentlich ziemlich vernünftig aus. Kopfschmerzen, Hämaturie, dies ist alles Prozentsatz hier. Sieht eigentlich okay aus, würde ich denken. Vielleicht ist ja die Kombi nicht schlecht. Das Präparat plus ein bisschen Agalistase. Ja, vielleicht. Aber man muss die Patienten auswählen, dass sie dass die dieses Faltungsproblem wirklich haben. Und man würde gerne von dem Enzym wegkommen, weil die Antikörper entwickeln und andere Komplikationen von der Behandlung haben. Wenn der Effekt ist, dass die später an die Dialyse kommen, ist auch nicht schlecht. Wenn das den Verlauf so verändert, dass sie nicht, dass sie später an die Dialyse kommen, dann wäre das schon im Prinzip ein Segen. Ehrlich gesagt, wenn ich den Effekt vergleiche mit dem Effekt von polyzystische Nierenerkrankung, das sieht besser aus. Der sieht 10-mal besser aus. Weil wenn ich den multipliziere auf 30 Jahre, dann sieht er nochmal 100-mal besser aus als der. So schlecht sieht es auch nicht aus. D'accord. Jetzt Übersichtsarbeit in New England Journal geht es um das Raynaud-Phänomen, was in 1862 von Maurice Raynaud beschrieben worden ist. Und wie das aussieht, ist uns bekannt. Und man unterscheidet zwischen Raynaud's Phänomen, das unterschiedliche Ursachen haben kann, und Raynaud's Krankheit, das, wo es nur um dieses Phänomen geht und keine Kollagenosen oder insbesondere auch keine Sklerodermie vorliegt. Und diese Abbildung hier, was hier auch gemacht worden ist, ist die mit sind die Kapillaren im Nagelbett hier dargestellt und dieses erste Beispiel ist jemand, das, die sehen eigentlich normal aus oder so. Das würde man auch erwarten bei Leuten mit Raynaud's Krankheit, die keine unterliegende Ursache haben. Und so sehen die Kapillaren dann auch aus bei, einem Patienten mit Sklerodermie. Und hier wird dann klinische Diagnose und klinische Fragen, die man stellen muss und werden ihre Finger weiß, blau oder beides und bezogen auf wie die Patienten antworten, kann man denen dann unterschiedliche Sachen vorschlagen, um diese Episoden möglicherweise zu vermeiden. Und Nagelbett ist hier und das kann man dann mit einem entsprechenden Gerät, kann man auch die Kapillaren untersuchen. Und das scheint ein sinnvolles
diagnostisches Verfahren zu sein. Muss man Risiken vermeiden? Bitte? Muss man Risiken vermeiden oder kann man das? Ja, der Maurice Renault dachte, Handschuhe wären eine gute Idee. Ja, aber kann man das so lassen? Blau, Na, man, die Episoden sind schmerzhaft. Und so macht man, und die sind ziemlich, das dauert, das ist ein Ablauf über mehrere Stunden und dies ist ziemlich lästig und interferiert mit der Lebensqualität. Und da sind, kommt drauf an, wie schwergradig die Sachen sind, wie zielstrebig man diese Sachen nachgeht, aber Kälte zu vermeiden scheint eine gute Idee zu sein. Stress zu vermeiden ist immer gut. Rauchen kann es natürlich schlimmer machen. Und dann eine ganze Reihe von Medikamente, auch Kaffee oder was man vielleicht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom alles einnehmen kann und solche Sachen, sind dann besser zu vermeiden. Und sekundäre Ursachen etc. Und der molekulare Ablauf, wie man sich so vorstellt, wie dieses Krankheitsbild zustande kommt und was man da alles einsetzen könnte, um dieses zu vermeiden. Hier sind sehr viele Vorschläge, was darauf hinweist, dass nichts so besonders toll ist, um diese Episoden zu vermeiden, sei das primär oder sekundär. Und hier ist eine ganze Palette an Sachen, die versucht werden, um diese Episoden pharmakologisch zu behandeln. Dies ist das Bild von letzter Woche. Dies ist der Patient mit dem riesig großen rechten Vorhof. Und anscheinend ist diesen, hier ist das CT dazu. Der hatte Vorhofflimmern und man hat den antikoaguliert. Der hat Warfarin gekriegt und konnte keine sekundäre Ursache gefunden werden. Also der hat nicht pulmonale Hypertonie und anscheinend kann dieser Zustand auch kongenital vorkommen, was mir nicht bekannt war. Und waren keine anderen Behandlungsmöglichkeiten für den, die in Frage kämen, und er ist dann nach Hause gegangen. Dann hier ist der Fall in der Woche im New England Journal, und es geht um einen Patienten mit Hyperkalzämie und 66 Jahre alt, und man soll zu einer Diagnose kommen. Dies hat mich ziemlich beeindruckt, weil ich glaube, bei uns war wahrscheinlich die häufigste Ursache iatrogene Hyperkalzämie von Leuten, die irgendwelche schlecht beraten, irgendwelchen Vitamin D-Präparat und Calciumcarbonat-Tabletten zu sich genommen haben. Multiples Myelom, Krebserkrankung, Hyperparathyroidismus, alles Mögliche kommt natürlich auch in Frage. Und wenn wir uns diesen Patienten angucken, er ist 66 Jahre alt und er kriegt Amlodipine, Hydrochlortiazid, Aspirin, Calciumcarbonat für irgendwelche Magenbeschwerden. Tamsulosin kriegt er. Dann kriegt er Fischöl und Glucosamin. Ich weiß nicht warum. Dann irgendein Multivitaminpräparat. Dann kriegt er Ibuprofen für irgendwelche Schmerzen und noch einen zweiten nicht-steroidalen Antiphlogistikum. Wenn man den ganzen Kram zusammenzählt, kriegt dieser 66-jährige Mensch 12 Präparate für irgendeinen Kram. Ich glaube, das ist schon ein rotes Tuch, wo man sich schon überlegen kann, was hier los ist. Da gucken wir seine Laborwerte an und Kreatinin, ja, steigt auf 5, soll passieren. Harnstoff, auch ziemlich hoch. Wir gucken uns diese Werte hier an und der hat immer einen Bicarbonatspiegel, der ist über 25. Jedes Mal 30,8. Und dann kriegt er letztendlich irgendwelche Blutgase gemessen. pH 7,47. Warum soll er denn das haben? Dann hat jemand auch sein Urin-pH gemessen. Das war 9. Donnerwetter. Dann gibt es natürlich lauter schicke Bildgebung, die man machen kann. Da kriegt er ein CT. Gut. Und eine Rippe sieht so aus. Das ist nicht multiples Myelom. Könnte das eine Metastase sein? Wahrscheinlich. Aber es könnte auch ein alter Rippenbruch sein oder irgendeine. Und dann redet man mit den Radiologen. Die haben ja immer tolle Vorschläge. Dann kommen die an mit der unklaren Medizin.
Nuclear Medicine, die unklare Medizin. Und hier sehen wir sie, hier ist eine Zintigraphie, das ist die Pünktchenlehre. Und da sollen wir das bioptieren? Echt? Mit was? Wozu? Also der hat lauter Bildgebung gekriegt, aber das war nicht eindeutig klar. Dann hat man sich da überlegt und natürlich hat man auch Parathormon gemessen, das war normal. Dann hat man lauter Leichtketten gemessen, die waren auch okay. Dann hat man Vitamin D gemessen und das war so ein bisschen auf der Höhenseite, hohen Seite. Und dann hat man den gefragt, wie viel Calciumcarbonat fristet denn wir jeden Tag? Und dann war es so ungefähr dreimal so viel, als jeder dachte. Und im Prinzip ist, man nennt dies Milchalkali-Syndrom. Und vor 60 Jahren war das Verschreiben von Milch oder Sahne für Leute mit Urgewichtserkrankung viel häufiger als heute. Und heute kommt das Milchalkali-Syndrom nicht wegen Milch zustande. Es kommt überwiegend von Calciumpräparaten und Vitamin D, das die Patienten kriegen. Und wenn sie ein Multivitamin kriegen, Vitamine sind ja was Gutes, dann schlucken sie vielleicht auch jeden Tag drei anstatt nur eines. Und so kommt das zustande und das ist, was der hatte. Also ziemlich traurig. Dann ist dann. Wäre bei uns wahrscheinlich mehr anders gelaufen. Ich habe noch nie ein echtes Milchalkalisyndrom gesehen. Nur im Lehrbuch gelesen. Und ich glaube, es ist auch in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich nicht vorgekommen, so ungefähr. Aber Calciumcarbonat und Vitamin D hast du gesehen. Ja, klar, aber man hätte. Wir hätten auch. Das heißt nur Milchalkalisyndrom, weil keiner einen besseren Namen dafür hat. Der hat jedes Bild, was man sich vorstellen kann, bekommen und die müssen dann auch bezahlt werden. Dann waren da zwei Papers im New England Journal, haben sich Leute ausgelassen über dieses Salzpaper von Salim Yusuf, das in Lancet vor einem Monat war. Und das haben hier Leute von der Center for Disease Control in Atlanta, waren da sehr empört. Sie meinten, diese Methode, die Salim Yusufs Gruppe benutzt hat, um Salzzufuhr in der Kost einzuschätzen, nichts taugen würde. Und die haben herangetragen, die Kriterien von Austin Hill. Wie kann man Folgerungen ziehen von epidemiologischen Beobachten? Und Austin Hill war ein Statistiker. Und hier ist ein Paper von 1964. Aber der hat sich nicht mit Salz beschäftigt. Der hat sich mit Rauchen und Lungenkrebs beschäftigt. Und diese Assoziation ist wahrscheinlich ein bisschen stärker als das Thema, was hier bearbeitet worden ist. Das dazu. So, nur, dass Sie wissen, dass es solche Sachen gibt. Dann war ein Übersichtsartikel im New England Journal wieder mal um Ebola-Virus. Und kann es wiederkommen? Und haben wir ja schon besprochen, klar, kann das wiederkommen und wo das stattgefunden hat und was man vielleicht machen könnte, das zu vermeiden. Ich hatte ja vorgetragen, ein Nature Paper von einem bestimmten RNA-Polymerase-Hemmer für Ebola-Virus. Und das Ebola-Virus, anstatt so ein rundes Ding zu sein, eher so ein, wie ein Wurm aussieht, das haben wir auch schon diskutiert, das ist ein RNA-Virus und können Sie sich angucken. Dann ist dieses Bild. Dies ist eine 56-jährige Frau, kommt zur Notaufnahme und ist kurzatmig, raucht auch ein bisschen, ist übergewichtig und hat eine Sättigung von 81%, also PO2 von 50 oder so. Und das sorgt für viel Aufmerksamkeit und Furore. Hat man ein Röntgenbild gemacht und das sieht so aus. Ich wäre da auch ein bisschen stutzig geworden. Das sieht aus wie ein Zwerchfellhochstand auf der rechten Seite, was eigentlich nicht passieren sollte, weil die Leber im Weg ist. Und dann hat man natürlich ein CT gemacht und hier ist dieses Gebilde. Es ist hier im Thorax und Anterior Mediastinum ist hier auch involviert, aber Lungenparenchym sieht eigentlich okay aus, aber anscheinend kann sie nicht sehr gut ventilieren, weil sie eine Sättigung hat von 80%. Und im Prinzip, was dies ist, ist, dies ist eine inkarzerierte Hernie von Morgagni. Und wenn Sie Kinderheilkunde gehabt haben, dann werden Sie sich daran erinnern, wie diese Hernien bei der Geburt, das sind kongenitale Hernien, aussehen, die Hernie von Bogdalek und die Hernie von Morgagni.
Das sind chirurgische Notfälle in der Kinderchirurgie. Viele sind nicht so schlimm und sind auch asymptomatisch, aber dass so eine inkarzerierte Hernie auftreten würde bei einer 56-jährigen Frau, ist ein bisschen unerwartet. Aber Sie sollten wissen, wie diese Zwerchfellhernien sind und wie die heißen und wie das abläuft. Und durch die Hernie ist die Leber sozusagen? Omentum. Es war überwiegend Omentum. Das haben sie dann wieder alles runtergezogen und haben diesen Defekt, der ist ja ziemlich weit vorne, haben sie den geschlossen. Das erste Lancet-Paper geht es um Gentherapie für leberskongenitale Amaurose. Das ist eine Atrophie der Retina, die zustande kommt, weil eine Mutation vorliegt in diesem RPE65-Gen. Und hier hat es mit einem Zyklus zu tun von Retinol, das die Retina braucht, um gesund zu bleiben. Sonst habe ich von diesem Krankheitsbild auch keine Ahnung. Aber wir haben uns dieses Paper schon mal angeguckt. In der letzten Aufführung war ein Auge behandelt bei diesen Patienten und man benutzt hier diesen adenoviralen Gentransfer und sieht ein bisschen unangenehm aus. Diese Nadel wird dann durch die Sklera gesteckt zur Retina und dann wird dieses Konstrukt da reingegeben. Und in dieser Studie, die wir uns hier angucken werden, haben sie jetzt das andere Auge bei diesen Patienten behandelt. Und die Hoffnung ist, dass das Gesichtsfeld sich verbessert oder wenigstens nicht verkleinert bei diesen Leuten mit dieser leberoptischen Atrophie. Ich habe über die Augenheilkunde auch nicht sehr viel Ahnung, aber ich wollte Ihnen dies einfach zeigen. Nämlich erstens, hier geht es um die Sicherheit und Safety. Sind da Nebenwirkungen zu erwarten und Ähnliches. Und dies schien ziemlich sicher zu sein, ob die Leute wirklich so viel besser geworden ist. Und hier sind auch unterschiedliche Skalen und Sehfähigkeit. Die meisten Patienten haben gesagt, no change. Für Schärfe, Sehschärfe, aber insgesamt haben die Patienten behauptet, hätten sich verbessert. Was ich ziemlich interessant war, waren diese MRT-Untersuchungen, funktionelle MRT-Untersuchungen, wo sie dann gucken können, ob hinten im Gehirn, occipitalen Bereich, ob da irgendwas fängt an zu funken, wenn man den Licht ins Auge wirft. Und dies sind ziemlich eindrucksvolle Bilder. Und bei manchen Patienten scheinen die sich zu verbessern. Also therapeutischen Wert kann man noch nicht einschätzen, aber ich fand das ziemlich interessant. Nächstes Thema war im Lancet Schwertrauma. Und im Moment ist es Mode, dass diese Patienten durch einen Ganzkörper-CT gefahren werden, um traumatisierte Bestandteile identifizieren zu können. Und hier sind ein paar Beispiele. In der Literatur sehen die sogar besser aus. Da sind die Langknochen der Beine noch drin und Schädel sowieso. Man kann den Körper durch den ganzen Körper durch den CT schieben. Das führt aber nicht nur Kosten, das ist vielleicht irrelevant, aber die Bestrahlungsbelastung ist nicht trivial vom Ganzkörper-CT. So, was man hier gemacht hat, ist, hier sind Patienten, die in Notaufnahmen in UK kamen, durch ein Ganzkörper-CT geschickt worden. Die sind Traumapatienten. Und wenn wir uns die angucken, die Schwergradigkeit des Traumas, hier, da gibt es auch eine Skala dafür, und war in beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich. Und dann hat man geguckt, primärer Endpunkt im Krankenhaus Letalität und dann unterschiedliche Untergruppen und die mit traumatischem Hirnschaden. Und hier sind die Patienten und Time to End of Imaging, wie lange das Ganze dauert. Ist natürlich ein bisschen länger, wenn man den ganzen Körper macht, als wenn man nur gezielt macht, für was verletzt aussieht. Wie viel Röntgenbestrahlung die gekriegt haben, auch okay.
würde man auch erwarten, Ganzkörper-CT ist die Bestrahlungsbelastung besser. Aber dann, wenn wir hier uns angucken, favors total body CT oder favors standard workup, dies ist die Standardaufarbeitung und dies ist ein Gesamtkörper-CT. Der Vorteil von Gesamtkörper-CT war nicht statistisch signifikant und ebenfalls nicht berauschend. Dann das dritte Thema in Lancet ist, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, was passiert mit Krebserkrankungen? Da sind ja unterschiedliche Vorstellungen. Vielleicht können die Leute sich weniger zu essen kaufen, dann fällt Fettleibigkeit ab und sollte vielleicht Krebserkrankungen weniger werden. Oder können sich nicht mehr Zigaretten leisten oder weiß der Teufel was. Also das hat man hier untersucht und man hat hier den Ablauf in reichen Ländern, das sind wir, und in so mittelprächtigen Ländern, das ist vielleicht Brasilien, dann geguckt und wir haben auch dann errechnet, wie viel Geld wird ausgegeben für das Gesundheitssystem, Public Sector Expenditure on Healthcare, und dann, ob ein Land eine ziemlich universale Versorgungssystem hat, wie unseres oder UK im Vergleich zu den Amis, die das nicht haben. Das hat man gemacht. Und was wir hier erkennen können, ist die Ausgaben, wenn Sachen schlecht werden, krachen natürlich ab. Ich kann dies nicht lesen, aber 2008 ist dabei, als wir dieses Desaster hatten. Und die Krebserkrankungen werden höher, wenn die Wirtschaft schlechter wird. Und das ist der Fall für Prostata, Brust, Lunge, Kolorektalkarzinom und so weiter. Und das wird hier alles hier diskutiert und die Leute haben errechnet, dass das letzte Finanzdesaster, was in 2008, 2010 am ausgeprägtesten war, dass da 260.000 weitere Krebstodesursachen verursacht hat. Was soll die Ursache sein? Was erklären die das? Wird weniger fürs Gesundheitssystem ausgegeben. Und, oder Zugriff zu Gesundheitssystem wird irgendwie erschwert. Oder, und in den Ländern, die. Nö, es wird halt weniger aufgepasst. Weniger. Es ist nicht so, dass, nicht, dass die Inzidenz steigt, aber die Qualität der Versorgung bricht zusammen. Dann ist hier, wir wissen ja alle, dass Umweltbeschmutzung und Staub was Schlechtes ist. Und in dieser Studie, dies ist die multiethnische Studie für Arteriosklerose und Luftverschmutzung. Die heißt MESA Air. Und die wird in den USA durchgeführt. Und dies ist eine langfristige epidemiologische Studie. Und hier sind diese 7000 Leute. Entweder in North Carolina, in New York, in Baltimore, in Minnesota, in Chicago oder Los Angeles, da ist die Luftqualität bestimmt worden und man hat die, Intima Media Dichte an Abständen gemessen und man hat die durch ein CT gesaust, nicht Ganzkörper-CT, nur die Koronarien, um den Kalk zu messen. Das, was hier gemacht worden ist. Und das Erste, hier könnten wir uns hier angucken, was für, hier sind die Staubteilchen Mikrogramm pro Kubikmeter. Und Minnesota ist da, da würden wir doch lieber sein in Minnesota als da in Los Angeles. Das ist sicherlich richtig. New York ist auch nicht so doll. Und diese anderen sind alle ungefähr so gleich mittelprächtig. Und dann Stickstoffbestandteile NO2. Wir wissen ja, dass das giftig ist. Und NO3 ist nicht besser. Und schwarze Kohle, Kohlenstaub, Ruß von Dieselfahrzeugen, aber die sind ja jetzt sauber geworden, das ist in New York und in Los Angeles am schlimmsten. Also das hat man gemessen. Und dann hier sind die Städte, wo das gemessen worden ist und diese interessiert Sie vielleicht nicht so, wenn Sie diese Städte nicht persönlich kennen. Ich kenne Baltimore, St. Paul kenne ich auch, Los Angeles, ich kenne mehr von diesen Dingen. Macht nichts. Aber was wir hier sehen, die Agazon-Einheiten, Agazon war ein Radiologe, der hat diese Calcium-Scores an diesen CTs entwickelt. Und was wir hier sehen, ist in der Tat, steigen diese
steigt die CT-Verkalkung an, bezogen auf wie viele Teilchen da sind pro Quadratmeter und wie viele Stickstoffteilchen da sind. Ruß scheint nicht mehr so schädlich zu sein. Und das kann man sich ja alles angucken in L.A. und Illinois und Minnesota ist hier in Farbe angegeben. Minnesota ist hier das Grüne, die sind, geht noch ganz gut. Und das steigt tatsächlich an mit Luftbeschmutzung. Hätten wir vielleicht auch uns denken können. Und was wir hier sehen, ist, bei Frauen ist dies am wesentlichsten. Bei Männern scheint die Luftverschmutzung weniger wichtig zu sein. Alt zu werden ist immer schlecht, hätten wir uns ja auch vorstellen können. Die Dicken schneiden viel besser ab als die, würde ich jetzt nicht sagen dünn, aber die Dünneren. Und sonst ist alles ungefähr gleich schlecht. Das fand ich, also, und die Carotis media Dichte hat nichts gebracht, aber diese Kalzifizierung der Koronarien durch dieses CT war der Endpunkt, der was gebracht hat. Dann Übersichtsartikeln in Lancet, Hämochromatose. Muss man immer jede paar Jahre mal lesen, um diesen Eisenstoffwechsel genießen zu können. Der ist so toll aufgearbeitet. Ich habe den schon 100-mal auswendig gelernt und jedes Mal macht immer Spaß. Das ist ungefähr wie bei der Gerinnung. Und die Mutationen, die zur Hämochromatose sind, auch alle bestens bekannt. Ich war sehr beruhigt, dass keine hinzugekommen sind. Und wie man diese Sachen aufarbeitet. Und das zweite ist Guillain-Barré-Syndrom. Darüber habe ich auch nicht sehr viel Ahnung, aber wir haben schon gelernt, das Zika-Virus kann zu Guillain-Barré-Syndrom führen. Und wie das behandelt wird, das wissen Sie auch schon alles. Und das wird hier auch dargestellt. Also das können Sie sich auch mal angucken, nächstes Mal, wenn der Patient reinkommt. Habt ihr noch 5 Minuten? Okay, 5 Minuten. Ich fand dies toll. Hier kommt ein 52-jähriger AIDS-Patient, kommt rein mit blutiger Diarrhoe und Tenesmus. Das heißt, es tut beim Stuhlgang, muss er ordentlich drücken und es tut ihm weh. Und er hat 16 Kilogramm Gewicht abgenommen. Kriegt hier diese unterschiedlichen Medikamente, aber seine CD4-Zahlen sind jetzt okay, war mal niedriger. Und im Moment hat er keinen HIV-Virus, den man holen kann. CD4-Zahl ist 470, okay. Hat ein Hodgkins-Lymphom gehabt, aber das ist kurativ behandelt worden und das ist alles gut gelaufen. Und diese anderen Sachen sind hier gegeben. Ist in Kroatien geboren, vielleicht wird er jetzt abgeschoben nach dem Brexit, wissen wir nicht. Aber das dazu. Dann wird man gefragt, was sind die zwei Ursachen, die hier am meisten in Betracht zu ziehen sind bei diesem AIDS-Patienten mit blutigem Stuhlgang und Schmerzen. Und dann wird Lymphom, entzündliche Darmerkrankung, Lymphogranuloma venereum, Cryptosporidium, Tuberkulose und Gastroenteritis. Cryptosporidium ist ziemlich häufig, aber ist nicht blutig. So, das würde ich nicht wählen. Und bakterielle Gastroenteritis wahrscheinlich auch nicht. Dann Lymphogranuloma venereum gefällt mir auch nicht. Lymphom hat er ja schon gehabt. Soll er noch ein Lymphom kriegen? Wäre wohl denkbar. Aber was haben wir denn noch übrig? Entzündliche Darmerkrankung? Colitis ulcerosa? AIDS? Don't know. Also ich würde wahrscheinlich zusätzliches Lymphom, hat ja schon eins gehabt, und TBC. Tuberkulose macht spezifische kolonische Kolon-Ulcera und kann zu blutigem Stuhl und Tenesmus führen. Und Tuberkulose ist bei AIDS-Patienten häufig. Also, so geht's weiter. Und dann, hier denken die klugen Doktors da drüber nach. Die untersuchen auch diesen Patienten, was immer gut ist. Und er hat eine vergrößerte Leber. Sonst ist alles so solala und nicht so aufregend. Dann wird hier Blut abgenommen und er ist anämisch, okay. Und würden wir vielleicht auch denken, INR ist ein bisschen verlängert, nicht so doll. Leberenzyme, alt ist okay, aber hier ist ein Alt von 205, das ist ungefähr doppelt erhöht. Albumin wird auch nicht sehr gut synthetisiert. PTT und INR sind auch ein bisschen verlängert. Also mit dieser Leber
scheint es nicht so toll zu sein. Und wahrscheinlich hätten wir den auf Station gehabt und er hätte eine vergrößerte Leber, würde man sagen, hey, bring mal einen Schallkopf her, wir gucken uns diese Leber mal an. Hätten wir gemacht. Aber das ist nicht gemacht worden. Anstattdessen, und bei jemand, der blutigen Stuhl und Tenesmus hat, früher hatten wir diese starren Sigmoidoskopen. Die waren toll. Ungefähr 20 cm lang, die waren aus Stahl, die waren silber. Und man hatte so einen Obturator drin, die haben wir die silberne Patrone genannt. Und jeder Assistent konnte die silberne Patrone bedienen. Und wenn Leute blutigen Stuhl hatten, da hätten wir hätten Angst gehabt, am nächsten Morgen dem Chef diesen Patient vorzustellen, wenn wir diesen Patienten nicht die silberne Patrone gegeben hätten. Also hier sind ein Angebot. Kontrast-CT von allem. Chest, Abdomen and Pelvis ist ein Gesamtkörper-CT. Dann Röntgenbild des Abdomens. Naja, wir wissen, das ist Quatsch. Ultraschall hätten wir schon gemacht. Und dann Flex. Wir hätten die silberne Patrone, aber jetzt gibt es angenehmere, flexible Instrumente. Was würden wir hier auswählen? Ja, ich hätte das auch gemacht. Ich hätte schon gemacht. Und die Ultraschalluntersuchung hätte schon gemacht werden. Hätte ich meinem Chef gesagt, hören wir mal zu, Chef, wir machen erstmal hier ein PET-CT, aber das können wir erst nächsten Dienstag kriegen. Correct answer, PET-CT. Okay, das ist ja auch gemacht. Hier steht es ja, PET-CT ist gemacht worden. Und der hat ein großes Loch in der Leber. Das hätten wir mit dem Ultraschallgerät schon am Abend zuvor feststellen können. Und der Milz ist auch ein bisschen komisch. Und dann haben sie hier, das kann man mit dem Computer so darstellen, da sind die Sachen auf der falschen Seite übrigens. Und hier ist die Leber mit diesem riesig großen Loch. Das ist ein Leberabszess. Oder? Bin ich da falsch? Was soll es denn sonst sein? Okay. Und jetzt wird Ultraschall gemacht worden, hätten wir am Abend zuvor schon gemacht, denn hier ist dieser riesige Leberabszess. Gut. Jetzt, was soll das sein? Und hier sind die Möglichkeiten. Pyogene Leberabszess, erstens, dies ist eine große, runde Kugel. Pyogener Leberabszess ist wohl denkbar. Hepatozelluläres Karzinom, wohl auch denkbar. Yes. Hepatisches Adenom, das glaube ich weniger. Hidatezysten, die sind meistens multilokulär. Die sind nicht so ein großer Klumpen. Und die Antwort ist klar. Amöben, Abszess, die sehen genauso aus. Aber das hätten wir schon mit der silbernen Patrone rausgefunden. Also das ist die richtige Antwort. Gott sei Dank. Dann geht's weiter. Und das wird dann alles diskutiert. Plus und Minus können Sie dann selber lesen. Was jetzt? Dies fand ich auch toll. Was man macht, ist, man guckt mit der silbernen Patrone da rein und sucht nach Ulcera. Und dann nimmt man so ein Wattestäbchen und holt das raus und steckt das Material unter ein Mikroskop und zählt die Zysten bei den Amöben. Das sind meistens Viererpack-Zysten. Und die Amöben, wenn man die sieht, wenn die Erythrozyten enthalten, dann ist das die Diagnose, basta, fertig, aus. Jetzt, was wollen wir machen? Await blood culture result. Ja, zu warten macht ja immer Spaß. Das wäre eine Möglichkeit. Serologischer Test für Entamoeba histolytica. Ich wusste gar nicht, dass es einen serologischen Test dafür gibt. Ganz damals nicht. Stecken wir eine Nadel in diesen Leberabszess. Das würde ich nicht tun. Das ist nicht eine gute Idee. Stuhlmikroskopie. Hätten wir am ersten Abend schon gemacht. Flexible Sigmoidoskopie. Und ich... haben sie das zweite Mal angeboten. Habe ich es wieder angekreuzt. Falsch. Serologischer Test für Entamoeba histolytica. Also sein Chef, wir haben diesen serologischen Test hier anbestellt, aber das Labor war gerade geschlossen und die Oma war in Urlaub und die Katze ist schwanger. Kriegen wir nächste Woche. Okay, toll. Okay, jetzt Entamoeba histolytica DNA detektiert. Also das mit dem Zystenzählen und Viererpack ist nicht mehr in Mode. Dann zeigen sie letztendlich dies. Das hätten wir mit der silbernen Patrone am ersten Abend gesehen. Hier sieht man diese Ulcera. Das ist voll mit diesen Erregern. Sieht man sofort.
Und haben sie eine Biopsie gemacht, hat der arme Wolfgang Schneider hat sich da bemüht, da sind die Dinger. Und da kann man sich das alles angucken und dann Therapie hätte ich nachschlagen. Albendazole gibt es nicht mehr und jetzt gibt es Tinidazole und soll man das mit Paromomycin geben oder ja oder nein und 7 Tage oder 5 Tage oder kann man sich dann alles nachschlagen? Die Antwort ist die zweite, weil man muss das nicht unbedingt den Kram für einen Monat geben, nur weil der Patient HIV ist und so geht das weiter. Und hier sind wieder Laborwerte und dann wird das alles diskutiert und Sie sollten über diese Amöben sind häufig und bei AIDS-Patienten und gerade wenn die andauernd nach Kroatien fahren, kann man sich ja vorstellen, dass das vielleicht die Diagnose sein könnte und da können Sie drüber lesen. Also das war's für heute. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben.